Leute, heute ist es soweit. Ich darf als einige von den ersten Personen die neue Paul Berger Limo von iCrimex testen. Und es hat heute nämlich die Post geklingelt und ich habe nämlich ein richtig cooles Paket bekommen, Freunde. Das ist extrem groß, muss ich sagen. Und ja, ich habe es auf jeden Fall schon aufgemacht, aber noch nicht, was in der Box drin ist. Das werden wir auf jeden Fall zusammen in diesem Video machen, Leute. Und ich werde heute in diesem Video das erste Mal die Paul Berger Limo testen. Also beide Sorten und natürlich werde ich auch meine ehrliche Meinung sagen, was die Geschmäcker so taugen. Ich habe das Ganze ja schon in der einen Reaction mir mal angeschaut, die Produktion von iCrimex. Richtig viel, Leute, richtig professionell und richtig krass, was einfach so drumherum noch gemacht werden muss, bis du so einen Drink rausbringst. Aber ja, Leute, ich habe auf jeden Fall dieses Paket bekommen von iCrimex. Und zwar, hier steht auf jeden Fall oben Paul Berger Qualität. Na, da weiß man auf jeden Fall schon beste Qualität. Und das Ganze ist in so einer Spielbox, ne? Really useful Box. Ich finde das übelst cool, weil ich weiß nicht, ob ihr das habt. Habt ihr vielleicht noch Lego zu Hause oder so? Ich könnte mir da entweder vorstellen, so meine alten Lego-Steine da reinzutun oder Equipment und so, weil dafür ist so eine Box übelst cool. Die hat auch genau die richtige Größe, dass da auch genug reinpasst. Aber ja, Leute, wir schauen uns erstmal die Seiten an. Dankeschön natürlich auch an iCrimex, dass du mir das geschickt hast. Also vielen, vielen Dank, Alter. Das ist mir eine riesen Ehre. Und ja, Leute, checkt auf jeden Fall die Paul Berger Limo aus. Die kommt, glaube ich, im Sonntag raus und ab Montag dann im regulären Handel. Also schaut da unbedingt bei iCrimex vorbei, wenn ihr die unbedingt testen wollt. Und hier haben wir es nochmal, Leute. Paul Berger Qualität. Und hier haben wir dann, glaube ich, eine 18 Liter Solid Red Box. Okay, Alter, 18 Liter passt da rein. Wahrscheinlich 18 Liter Paul Berger Limo drin, ne? Okay, also, ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, lasst natürlich gerne ein Like da, abonniert den Kanal und gönnt euch die Paul Berger Limo, ne? Nicht vergessen, Leute. So, dann würde ich sagen, machen wir mal den Hasen auf und gucken mal, was wirklich drin ist. Also, wir machen einmal hier rechts auf, dann machen wir hier links auf und jetzt, oh, ich bin so gespannt, was drin sein wird. Also, ich weiß, es wird die Paul Berger Limo sein, aber in so einer großen Box, die auch extrem schwer ist, was wird genau drin sein? Ich habe nicht reingeguckt, ich bin gespannt. Also, Leute, wir machen das Ganze zusammen auf, deswegen, die Ehre ist auf jeden Fall für euch. Wir machen jetzt erstmal auf, Leute, und gucken rein, was in der VIP-Box drin ist und... Wow! Wow, 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 wow. Leute, da ist... Ich dachte erst, das wäre ein Hoodie, aber das ist eine Tasche. Oh, okay. Okay, okay. Dann gucken wir mal genauer rein, Leute. Okay, die Tasche. Da ist auf jeden Fall was drin. Da ist auf jeden Fall was drin, ne? Oh, das ist so eine Einkaufstasche. Voll cool, so eine Stofftasche. Sehr nice. Okay, Leute, jetzt lasst alle mal Like da. Wir schauen jetzt rein, was in der Tüte drin ist. Und ich greife mal rein. Ich gucke noch nicht rein. Es ist Textil. Ja, fühlt sich nach Textil an. Okay. Und es ist... Wow, Alter, XL? Okay, wow, warte mal. Welcome to the club. Offizieller Paul Berger Club. Instagram.com/Paul Berger Club. Reinfolgen, Leute. Dann haben wir auf jeden Fall so ein paar Bierdeckel. Ja, natürlich. Da stelle ich die auch gleich drauf, Freunde. Also zumindest auf einen davon. Das ist cool. Okay. Dann machen wir das mal hier hinlegen, Leute. Und dann haben wir natürlich... Wie viele? Oh, yo. Wir haben einmal in XL und in Größe S. Ich würde sagen, ich probiere die einfach mal an. Ich probiere jetzt einfach mal an, Leute. Das muss ich ja für dieses Video gehören. Hey, Leute. Was geht ab, Alter? Hier. Gönnt euch das. Gönnt euch das. Junge, sehr oversized, aber ich mag das, wenn es so locker ist. Vielleicht ein bisschen zu groß, vielleicht hätte es auch L getan, aber ich glaube, einmal waschen, dann kann ich das auch mal durch den Trockner und dann, Junge, hier, Paul Berger Qualität. Und hier hinten, Leute, Paul Berger. Junge, geil. Einfach aus einem Meme eine Marke gemacht. So, aber das ist natürlich nicht alles, was drin ist. Wir haben noch mehr. Und zwar, natürlich, haben wir noch ein zweites T-Shirt. Einmal in Größe S. Und dann, haben wir noch eine zweite? Wir haben noch eine zweite Einkaufstüte. Oh, warte. Das war ja genau die, die ich gerade rausgeholt habe. Okay, so. Die tun wir auch mal weg. So, und jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen, Leute. Wir haben noch zwei weitere Sachen drin.
Hier haben wir mal eine Box und da unten ist noch eine Trinkflasche. Und Leute, hier, so eine Metalltrinkflasche. Genau die richtige Größe, um da seine Paulberger Limo reinzutun, wenn man die mal wieder verschließen will. Weil ihr wisst ja, die Paulberger Limo ist in einer Aluminiumdose, die kannst du ja nicht zumachen. Ich persönlich liebe das aber, wenn du ein Getränk aus einer Aluminiumdose hast, der Geschmack ist irgendwie intensiver. Es schmeckt sich irgendwie besser, muss man sagen. Fühlt sich auch edler an als aus so einer Flasche. So, ich mag das gar nicht, wenn man aus der Flasche trinkt. Aber ja, Leute, so, ist da auch was drin? Wir gucken. Da ist was drin. Da ist was drin, Leute. Yo, ich dachte halt, das ist ein Meme. Ey, da sind zwei Sachen drin. Oh mein Gott. Oh, da sind drei Sachen drin. Leute, wir haben einmal einen Flaschenöffner. Zum Schlüsselanhänger Flaschenöffner. Paulberger. Sehr cool. Junge, das Blau ist ja richtig geil. Guckt euch mal an, wie das funkelt. Das hat so eine Metallic-Optik. Alter, hast du den beim Lackierer vom Autolackierer oder so machen lassen? Das ist ein richtig geiles Königsblau. Wirklich schön. Und ich mag diesen Scheineffekt sehr. Dann haben wir natürlich noch einen Kugelschreiber. Ne? Wenn man auf jeden Fall den nächsten Vertrag mit der Paulberger Limo unterschreibt, dass ich einen Jahresvorrat kriege, dann muss das natürlich auch unterzeichnet werden. Nein, Spaß. Und wir haben zwei Anhänger. Zwei Anhänger. Alter, ist das cool. Ist das nice. Okay, das sind sehr, sehr coole Goodies. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das in eine Flasche tut, aber cool. Jo, sehr, sehr nice. Ich mag diese Flaschen sehr. Also fürs Training kann man die immer mitnehmen. Ich glaube, es ist einen halben Liter. Das ist genau die Menge, die ich auch während einem 1-Stunden-Training bei McFit verbrauche. Also optimal. Aber Leute, jetzt ist es endlich soweit. Wir haben noch eine Sache drin und das ist der schwerste Teil der Box. Und zwar ist es der eigentliche Karton mit der Limo. Und ihr alle wartet ja wahrscheinlich auch auf meine Meinung. So, deswegen werden wir jetzt mal aufmachen. Und so wie es sich anfühlt, entweder sind zwei Dosen drin oder sind sechs Dosen drin. Wir werden mal sehen. Okay, Leute, ich bin aufgeregt. Wirklich, ich bin aufgeregt, weil das ist cool. Das ist cool, wenn du so ein Paket kriegst. Und ich wollte immer die testen. Ich habe sie bisher vorher noch gar nicht probiert. Deswegen, das wird jetzt auf jeden Fall der erste Test sein. Und wir gucken rein und wir haben... Oh, yo, da ist ja noch mehr drin. Und es sind sechs Dosen. Willst du mich... Digga, da ist einfach... Okay, die Cap ist cool. Cap ist cool. Ich ziehe sie jetzt nicht auf, Bruder, weil ich habe gerade Haare gewaschen und ich will nicht mehr die Frisur jetzt zerstören mit einer Cap. Aber das ist cool. Du hast hier so eine Cap. Impact 100% fully recycled. Sehr cool. Yo! Das ist wirklich... Oh mein Gott. Oh mein... No way. Der hat mir einen Regenschirm geschickt. Und zwar einen richtig hochwertigen. Leute, bevor wir diese Limo testen, muss ich mal diesen Regenschirm aufmachen. Das bitte. Oh. Ey, ich mal gucken, ob da ein Paulberger Logo drauf ist. Ja, es ist ein Logo drauf. Okay, wir machen rauf. 3, 2, 1. Oh. Wow. Bro, guckt euch mal an, wie groß der ist. Da passen zwei... Ey, Kuss, Max. Vielen Dank. Ich werde den benutzen. Ich lüge dich nicht an. Ich werde den benutzen. Selbst wenn hier einfach Paulberger draufsteht, ich werde den benutzen. Allein, es ist der hochwertigste Regenschirm, den ich bisher hatte, so ein Klappregenschirm. Und das ist ja mal... Das ist das Krasseste an dem Paket. Nicht mal die Paulberger Limo so krass. Alter, wie strong. Das ist richtig geil. Das wird mein nächster Regenschirm. Vielen Dank, Alter. Das ist genau das richtige Timing. Herbstzeit kommt. Das heißt, viel Regen, ab und zu Schnee. Naja, letztes Mal hat es bei mir nicht geschneit hier in NRW. Aber auf jeden Fall, saugeil. Ich liebe das. Aber ey, kann mir bitte einer erklären, wie man diese Hülle nochmal drauf macht? Wer macht das? Das macht doch niemand. Weißt du was? Ich lasse das jetzt einfach. Aber der Regenschirm ist Hammer. Das ist... unfassbar gute Qualität. Hier steht's ja auch, Leute. Paulberger Qualität. Das steht für 1A Qualität. So, und jetzt haben wir es natürlich, Leute. Drei Dosen. Ich muss hier ganz kurz zur Verteidigung sagen, ich habe keine der Dosen gekühlt. Ich meine,
Ich habe die Box gerade erst aufgemacht. Aber die anderen werde ich unbedingt auch mal kühlen lassen. Und vielleicht update ich euch in den Kommentaren, ob sich der Geschmack nochmal intensiviert, wenn man den mal kühlen lässt. Aber wir haben auf jeden Fall zwei Sorten. Einmal haben wir Paul Berger Limo Peach. Und hier steht drauf, Erfrischungsgetränk, kalorienarm, keine Süßstoffe. Und warum da jetzt nicht Limonade draufsteht, das hat Max, glaube ich, erklärt. Er hat gesagt, weil da nicht so viel Zucker drin ist, nennen sie es kalorienarmes Getränk, weil ich glaube, du musst 6 oder 7 Gramm Zucker auf 100 Milliliter haben, damit das Ganze als Limo gilt. Wie bescheuert klingt das bitte? Das heißt, du kannst keine zuckerfreie Limo rausbringen, ohne sie Limo zu nennen. Aber die ist auch nicht ganz zuckerfrei, da ist ein bisschen was drin, aber ich freue mich damit trotzdem an. Also ich trinke normalerweise zuckerfreie Getränke, aber 4,2 Gramm Zucker auf 100 Milliliter ist okay, ist gut. Das ist 40% von dem, was eine Cola hat. Das heißt, du trinkst 2,5 Mal mehr Paul Berger, um die gleiche Menge an Zucker zu haben, wenn du eine Cola trinkst. Und das ist schon okay, das ist definitiv okay. Wir haben auf jeden Fall, Leute, eine 330 Milliliter Dose. Das heißt keine halben Liter, aber ich finde die Größe auch optimal. Ich finde halbe Liter ist ein bisschen too much, aber das ist genau optimal. Und wir haben die zweite Sorte, einmal Bubblegum, Leute. Paul Berger Bubblegum. Okay, steht hier noch was drauf? Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Beerengeschmack, anreichert mit Vitaminen, mit natürlichen Inhaltsstoffen. Paul Berger Qualität, Biotin, Pantotensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Zutaten, Wasser und dann steht hier Apfelsaft. Das zweite ist Apfelsaft. Apfelsaft in Bubblegum? Okay, das ist dann gemischt noch mit Süßkartoffel, Rettich, Apfel, natürliches Aroma, Säurungsmittel, Gummi, wie das heißt. Okay, das wird interessant. Jetzt stellt sich für mich die Frage, welche teste ich zuerst? Bro, die sind gekühlt. Der Paketbote war ja in einem kalten Auto. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Okay. So, die anderen trinke ich später aus, die teile ich mir auf, weil ich weiß, dass das wahrscheinlich im Laden sehr, sehr schnell vergriffen sein wird. Aber ich würde sagen, teste ich den experimentellen oder den Peach-Geschmack? Ich glaube, schreibt mal in die Kommentare, was soll ich zuerst trinken? Ich weiß, ihr könnt es nicht beeinflussen, aber schreibt auf jeden Fall, was würdet ihr lieber trinken? Also würdet ihr Peach oder würdet ihr eher Bubblegum trinken? Deswegen, ich würde sagen, Leute, ich mache erstmal Peach auf und dann, Leute, gönnt euch den Sound. Okay, so. Oh, okay. Das riecht sehr gut. Kommt sehr an Pfanne-Eistee ran. Pfanne-Eistee hat deutlich mehr Zucker. Oh ja. So, okay, ich trinke jetzt wirklich einen Schluck. Alles klar. Let's go. Ist sehr, sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Man merkt, dass das zuckerarm ist. Das heißt, die ist ein bisschen weniger süß als ein normaler Eistee. Du hast ja auch Kohlensäure drin. Die ist gar nicht so stark, wie ich dachte. Also ich finde, bei manchen Getränken ist sie ein bisschen zu hart. Hier ist die optimal. Das ist so leichtes Kribbeln. Leichtes Kribbeln hast du. Und ich finde, boah, die ist gut. Du hast auch so einen Nachgeschmack. Dieser genaue Pfirsichgeschmack, der kommt so im Nachgeschmack später raus. Das ist geil. Ich mag das sehr. Ich geb auch gleich ein Rating von 0 bis 10, nachdem ich beide Getränke probiert habe. Aber was ich sehr mag, ist, dass das nicht zu süß ist. Es gibt Getränke, ich weiß gar nicht, darf man das sagen, ist ja kein Konkurrenzprodukt. Ne? Also Gönnergy zum Beispiel habe ich ja auch probiert. Und da, es war ohne Zucker, aber es war viel zu süß. Viel zu süß. Und hat auch geschmeckt, aber viel zu süß. Hier geht's in die Note ein bisschen weniger süß, aber dann hast du das Gefühl, es ist mehr Wasser drin. Es ist ein bisschen, du schmeckst so diese Apfelnote war in dem hier, ne? Die Apfelnote war hier drin, ne? Aber Peach schmeckst du komplett raus. Oh, ist sehr gut. Sehr lecker. Du spürst nicht diese Bombardement an Süße. Und das mag ich bei dem Peach-Geschmack sehr. Es ist ein bisschen dezent, aber echt, das ist der Geschmack genau getroffen. Das ist so, als würdest du so einen Eistee nehmen, ein bisschen Wasser zuschütten zum Verdünnen
Aber der Geschmack ist gleich. Die Süße ist nur ein bisschen weniger. Deswegen hat er auch weniger Zucker. Aber ich finde, das ist genau meine Richtung. Das ist ganz genau meine Richtung. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Und die Kohlensäure, die verstärkt so ein bisschen noch die Süße. Also, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Muss ich sagen, es gibt viele, die treffen den Geschmack nicht von Peach, aber Max hat den gut getroffen. Das ist die Richtung Peach, die ich sehr gerne trinke. Und das ist auch wirklich dieses Wort Erfrischungsgetränk. Das erfrischt einen. Das erfrischt einen wirklich. Okay. Bevor ich dann ein Rating dafür mache, ich sag mal erstmal, ich kann noch nicht so sagen, 8 von 10, 8,5 von 10. Würde ich mal sagen. Die Frage ist, bei mir ist es immer so, zuckerarme und zuckerfreie Getränke kriegen mein Rating ein bisschen noch höheren Punkt, also vielleicht eine 9 oder so, weil es ist so, zuckerfreie Getränke schmecken ein bisschen weniger krass als mit 10 Gramm Zucker und so weiter. Das ist ja völlig klar. Aber man muss ja auch ein bisschen auf die Figur achten und darauf, dass das Ganze auch, dass man das öfter trinkt. Ey, ganz ehrlich, so viel Cola, wie ich als Kind getrunken habe, dass ich da keinen Diabetes bekommen habe, das weiß ich immer noch nicht. Aber ja, wir testen jetzt auf jeden Fall die nächste Sorte und zwar Bubblegum. Auf die bin ich auch sehr gespannt. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Okay. Oh, oh. Oh, Jung. Oh, das erinnert mich an Kindheit. Das erinnert mich. Kennst du das? Wenn du bei Pennymarkt bist und dir diese 10er-Packung Stangen, Kugel-Kaugummis kaufst, diese farbigen Kaugummis, danach riecht das. Genau danach riecht das. Also nach dem Geschmack von dem Kaugummi riecht dieses Getränk. Wenn es genauso schmeckt, Achtung, probieren wir mal. Ist ein bisschen süßer, so ein bisschen experimenteller. Ja. Ist auch gut. Ist auch gut. Es ist immer so mit Getränken, wenn du die einmal trinkst, kennst du bei Kaffee und anderen Getränken, wenn du die trinkst, dann... Es gibt manche Noten, die du vielleicht nicht so magst. Hier fällt mir jetzt keine direkt ein. Aber je öfter du was trinkst und dich öfter daran gewöhnt hast, desto leckerer wird das. Also du gewöhnst dich an Sachen und dann wird es umso leckerer. Und bei dem kann ich mir auch gut vorstellen. Der hier erinnert auch sehr an diese Kaugummis, sehr an diese... Boah, warte mal. Boah, Alter, das kommt alles von dieser Kohlensäure. Aber ja, Alter. Oh ja, den mag ich auch. Die sind alle gut. Ich bin sehr positiv überrascht. Sehr, sehr positiv überrascht, muss ich ja wirklich sagen. Also ich habe gedacht, die wären deutlich künstlicher. Aber die schmecken null künstlich. Die schmecken komplett natürlich. Also das ist... Boah, der Geruch ist absolut top. 10 von 10 Geruch. Vielleicht ist die Kohlensäure, vielleicht, weil der Geschmack ist gut, der ist sehr gut. Da kommt aber noch ein bisschen fruchtige Note mit dazu. Irgendwie Gurke, Wassermelone, Wassermelone kommt da irgendwie stark durch. Ein Gemisch aus verschiedenen Früchten, die so einen Kaugummi-Geschmack geben. Deswegen steht ja auch Apfelsaft und hier steht dann auch Süßkartoffel, Rettich, Apfel, Aroma, Gummi, irgendwas mit Gummi. Okay, ja. Das ist nicht schlecht. Und Produktion Düsseldorf. Vertrieb. Ah, Bruder, dann breche ich mal nächstes Mal in dein Lager ein. Doch, der ist gut. Der ist gut. Ich muss jetzt aber eine Wertung abschließen. Ihr wollt ja alle wissen, was für eine Wertung ich gebe. Also, ich mache mal Geruchstest und Geschmackstest. Vielleicht macht es einen Unterschied. Geruch 10 von 10. Das 9. 9 von 10. 9 von 10 würde ich sagen. Ich teste nochmal den hier als Geschmack, als Kontrast. Ich würde den doch auf eine 9 von 10 werten, auch weil das wenig Zucker hat, nicht künstlich schmeckt, das gibt auch alles Bonuspunkte. Das ist sehr lecker, sehr, 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 sehr lecker, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, es kostet 1,49, ne? Würde ich mir wirklich regelmäßig kaufen. Ist ein fairer Preis, sage ich euch ehrlich. Und das hier. Würde ich, glaube ich, momentan eine 8 von 10 geben. Eine 8 von 10 würde ich dem geben. Es ist vielleicht nicht
der Geschmack, den ich als Erwachsener am meisten trinken würde, weil ich mag, keine Ahnung, Peach und, Lemon. Bruder, ich weiß, du wirst wahrscheinlich Lemon irgendwann rausbringen. Als Kind würde ich das Ding so abfühlen. Ich würde das so extrem fühlen. Ich fühle das immer noch. Also, es ist ein cooler Geschmack. Der Geruch erinnert an pure Kindheit. Wirklich. Boah, Alter, was geht denn jetzt aber? Geschmack würde ich eine 8 von 10 geben. Vielleicht könnte das Ding ein bisschen mehr Süße vertragen, aber dann weiß man nicht, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, da sind gar keine Süßungsstoffe zugesetzt, oder? Nee, Süßkartoffel. Es ist aus reinen... Ich erkenne in den Zutatenlisten, Pantotensäure ist drin, aber sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Also, ja, hauptsächlich aus sehr natürlichen Inhaltsstoffen. Keine Süßstoffe. Okay, keine Süßstoffe. Das ist ein Riesen-Pluspunkt. Das ist ein Riesen-Pluspunkt. Das heißt, die Süße, die aus diesem Getränk kommt, ist ausschließlich natürlich. Und das rechne ich dem Getränk sehr, sehr hoch an. Das rechne ich dem richtig hoch an. Und dann nehme ich das auch gar nicht so übel, dass das nicht so süß ist wie ein Getränk, was du vielleicht irgendwie von anderen Herstellern gewohnt bist. Mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt nichts ein, was in der Kalorienart ist. So. Ich weiß auch gar nicht, wie die Farbe ist. Ich muss mal... Habe ich hier ein Glas? Leute, ich hole mir mal ein Glas. Ich muss mal wissen, wie die Farbe ist. So, okay. Gucken wir mal an, Leute, wie Bubblegum so von der Farbe her ist. Da bin ich mal gespannt. Also, hat das... Wow. Yo. Oder merkt ihr diese Kohlensäure? Das ist ja richtig so pinkrot. Das ist... Auf der Kamera sieht es ein bisschen roter aus. Es ist ein bisschen mehr Richtung Violett. Aber so ein bisschen eine gurkige Note spüre ich raus, ne? So eine ganz leichte Wassermelone mit Gurke, obwohl da keine drin ist. Vielleicht liegt es am Apfel. Aber ja, ich würde dem Getränk auf jeden Fall, dem Geschmack, eine 8 von 10 geben. Als Kind würde ich vielleicht 9 oder 9,5 von 10 geben, muss man sagen. Ist ein bisschen weniger süß als andere Getränke, aber das rechne ich dem Getränk sehr hoch an, dass sie da keinen unnötigen Zucker hinzufügen und auch keine Süßstoffe haben. Das ist ein riesen Pluspunkt, muss man sagen. So, dann haben wir auf jeden Fall noch hier, da gucken wir mal die Farbe an. Das sollte jetzt wahrscheinlich so ein Orange sein. Und, jo, es ist so ein, ja... Das ist knallorange. Das ist knallorange, Leute. Okay, boah, Junge, ich muss schon wieder rülpsen, ey. Junge. Oh. Ja, ist definitiv eine 9 von 10. Für 10 von 10 gebe ich nicht so viel Getränk. Habe ich auch Gönnergy nicht gegeben. Also, meine finales Rating, 8 von 10 der Geschmack. Geruch, auf jeden Fall der beste Geruch, den du riechen kannst. Muss man mal probieren. Das hier 9 von 10. Ich würde das jederzeit gerne trinken. Jederzeit. Also Max, schick mir beide Sorten. Ey, wenn du noch mehr hast, ey, das wird so schnell weg sein. Die Kohlensäure, die bereitet sich bei mir aus. Deswegen, Leute, ich würde an der Stelle sagen, Max, boah, warte, es kommt dann gleich alles hoch. Alter. Alter, vielen, vielen Dank, Max, dass du mir dieses Monster-Paket geschickt hast. Also, der Regenschirm. Bester Regenschirm ever. Getränk, mega positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass... ich habe was ganz anderes erwartet. Ich hätte gedacht, das schmeckt künstlich. Ich habe gedacht, das schmeckt zu süß. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und das finde ich richtig geil. Weil manchmal, wenn man zu viel reintut, dann ist es ein bisschen zu viel des Guten. Hier ist es richtig gut dosiert. Muss ich sagen. Schmeckt mir echt gut. Leute, also ihr wisst Bescheid. Max, vielen Dank. Vielen Dank für die VIP-Box. Den Regenschirm werde ich auf jeden Fall beim nächsten Regen definitiv benutzen. Und ja, Leute, checkt auf jeden Fall Paul Berger Limo aus. Ist jetzt keine bezahlte Werbung. Ich mache das natürlich gerne. Und ja... Die beiden Geschmäcker kommen, glaube ich, jetzt im Montag. Montag kommt es raus, offiziell in den Läden. Ich glaube, bei Edeka, Netto und irgendwo anders, irgendeinem Getränkeladen, Getränkeshop. Checkt es auf jeden Fall bei Max aus oder auf Instagram von seinem Account. Und ja, am Sonntag könnt ihr das, glaube ich, auch online bestellen. Soweit habe ich das gehört. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch fürs Zuschauen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und checkt die Paul Berger Limo aus. Haut rein, IDs raus und ciao.